Hallo Freunde, ich bin Christian Kopp. Ich habe mich jetzt 2 Wochen gar nicht mehr gemeldet. Das ist mein dritter Vlog. Heute ist Weihnachten, es ist 13.30 Uhr, 31. Ich war gerade eben in der Stadt, habe mich noch eingedeckt mit Süßigkeiten, Chips. Es läuft gerade der Fernseher, Deluxe Music oder was ist das? Viva? Mein Wohnzimmer. Heute in der Stadt war ich bei Norma im Discounter, habe mich gut eingedeckt mit Getränken, mit Essen und ich war im Tabakladen, habe meine Tabakvorräte aufgehängt und habe mir das hier gekauft, CBD-Weed. Das ist legal, das wird als Tee verkauft und ich habe mir gedacht, wenn ich schon keine Drogen nehmen darf, keinen Alkohol trinken darf, dann will ich jetzt ein bisschen Geschmack haben und ich werde es also genau wie es da drauf steht irgendwie verwenden. Hat glaube ich 15 Euro gekostet, es gibt es in verschiedenen Stärken, das war das stärkste. Es ist keine Droge, es ist legal. Naja, zumindest ein bisschen was für Weihnachten. Mein Computer steht immer noch da, da sitze ich den ganzen Tag davor, auf Facebook, auf Twitter, ich schneide manchmal Videos. Und da heute Weihnachten ist und ich in ungefähr 2 Stunden zum Freund fahre, zu mehreren Freunden, mit ihnen Weihnachten verbringe, wollte ich euch meine Geschenke vorher noch zeigen. Das ist das hier alles. Ich habe es vorhin aufgemacht. Heute ist ja schon Weihnachten. Ich werde meine Eltern anrufen. Vieles davon ist von meinen Eltern. Ich werde mich bedanken dafür. Ich muss dann natürlich wissen, was es ist. Und werde dann erst irgendwann morgen früh wieder heimkommen. Meine Eltern leben hier 20 Kilometer weit weg. Die waren letzte Woche hier, haben die Geschenke gebracht. Geschenke von mir haben sie auch erhalten und wir telefonieren halt an Weihnachten. Das ist seit Jahren so. Ich habe bekommen diesen Laptop-Rucksack. Steht da drauf, Business-Rucksack mit RFID-Kartenfach. Mit Laptop- und Tablet-Fach. Ich habe bekommen eine Kuscheldecke, ganz gut. Ein DAB-Radio, da hatte ich noch gar keins. FM, also UKW, wird ja abgeschalten und jetzt habe ich ein DAB-Radio. Das ist die Karte, da war ein bisschen Geld drin, kann ich immer brauchen. Dann ein Puzzle, na gut. Eine Amazon-Geschenkkarte, die kann ich ganz gut brauchen. Ich kaufe wahnsinnig gerne bei Amazon ein, auch wenn man es nicht machen sollte. Und eine Powerbank für mein Handy. Von T-Mobile. Kann man auch immer brauchen. Das sind die Geschenke, das meiste ist von den Eltern. Es kann sein, dass heute noch was per Post kommt. Der Briefbote war noch nicht da. Meistens schicken die das so los, dass es genau an Weihnachten kommt. Und hier drüben stehen die Geschenke für meinen Geburtstag. Ich habe in 2 Wochen am 9. Januar Geburtstag. Und meine Eltern kommen nur ungefähr alle 4 Wochen zu mir, bringen ein paar Sachen vorbei und eben auch diese Geschenke. Da tauschen wir mal Geschenke aus. Mein Vater hat im Februar Geburtstag. Bis zum Ende Januar kommen sie, habe ich dann auch ein Geschenk für meinen Vater, das ich ihm mitgebe. Das mache ich dann aber wirklich erst am 9. Januar auf. Das ist jetzt nur von den Eltern. Und da kommen noch ein paar Sachen dazu von anderen Leuten. Jo, ich freue mich. Das ist mein Weihnachten. Was ich gut brauchen kann, ist das Radio. Also, das werde ich als Wecker hernehmen. Das kann auch. Wo steht's denn? Auf jeden Fall hat das ein Wecker angebaut und eben digital DAB. Da rauscht nichts. Hat man super Empfang. Ist, glaube ich, ein Netzteil mit drin. Und Batteriefach, also auch mobil. Zwar kein Markengerät, aber ich freue mich darüber. Ich freue mich über alle Geschenke. Jo. Und natürlich wünsche ich euch alle ups. So geht's. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Kommt gut über die Feiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich war krank die letzten 2 Wochen. Hab nicht gut schlafen können. Das ist richtig ekelhaft, wenn man die Nacht nicht schlafen kann, morgen ist mal wie geredert und muss dann irgendwann schlafen, nur wenn man dann vormittags schläft, wacht man nachmittags abends auf und hat die Nacht wieder vor sich und kann nicht schlafen. Und ich habe noch körperliche Probleme gehabt. Okay, frohes Fest und bis bald.